auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Tino, ziemlich deutlicher Sieg heute. Hast du es so erwartet? Also ganz haben wir nicht so erwartet. Ein 3-0 ist ein relativ klares Ergebnis. Reichenbach haben wir, also schätzen wir sehr stark ein. Das ist auch eine sehr starke Mannschaft. Aber ein 3-0 spricht Bände und ja, im Endeffekt war es auch ein verdienter Sieg. Wie hat man sich den Sieg heute erringen können? Also wir haben Reichenbach Fußball spielen lassen in ungefährlichen Zonen, haben sie Ballbesitz gehabt, die haben die Kette. Haben sie mehr Ballbesitz gehabt im Mittelfeld oder relativ vorne haben wir auch Pressing-Situationen gehabt, die wir oft für uns entschieden haben. Ja, das 1-0 ist glücklich aus einem Eckball, das ist dann Eigentor. Erste Halbzeit sind sie gegen ab 20, 25 Minuten besser ins Spiel gekommen. Hatten auch ein paar Abschlüsse, aber nichts Gravierendes. Und zweite Halbzeit war es halt ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Da haben wir den Gegner komplett kontrolliert und haben dann die Nadelstiche gesetzt. Und ja, 3-0 ist ein 3-0. Munterputze, weiter geht's. Ihr spielt eine relativ erfolgreiche Runde bisher. Du bist am Erfolg beteiligt als Co-Trainer, arbeitest ja seit längerem, seit Jahren mit dem Dirk als Co-Trainer zusammen. Ja, wie siehst du deine Entwicklung als Co-Trainer und die Entwicklung der Mannschaft? Genau, ich arbeite mit Dirk schon seit Jahren zusammen. Wir waren auch in Marsch relativ erfolgreich. Und ja, das versuchen wir auch dieses Jahr fortzuführen. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Start gewesen. Wir stehen oben dabei. Wir denken von Spiel zu Spiel, ist ja die übliche Floskel, ja, aber wir gucken, dass wir eine gute Harmonie in der Mannschaft haben, dass wir unseren Fußball durchbringen und die Jungs auf jeden Fall taktisch und auch menschlich weiterbringen. Meine Aufgabe ist, ja, ich halte die Jungs alle so ein bisschen bei Laune. Ich und Dirk sind halt zwar sehr gute Freunde, aber vom Fußballerischen her sind wir komplett Gegensätze auf jeden Fall. Und dann sagen wir uns die Meinung, wie man Fußball spielen will und irgendwie in der Mitte treffen wir uns und dann passt es soweit, bis jetzt. Und was hast du als Spieler vor? Heute warst du ja nicht so aktiv, aber was hast du als Spieler noch vor? Genau, also heute kam ich von der Bank. Der Coach wollte mit Tempo vorne spielen und Tempo ist nicht meine Sache. Von daher war das völlig richtig. Wir haben 3-0 gewonnen. Ja, natürlich, jeder Spieler will Fußball spielen, ich will auch spielen. Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht, Tore machen und Hauptsache immer der Mannschaftserfolg ist im Vordergrund. Die nächste Aufgabe wartet auf euch auswärts beim ASV Durlach. Was denkst du, wie man diese Aufgabe bewältigen kann, was das für ein Spiel wird? Also ASV Durlach ist eine Wundertüte, kenne ich auch viele Spieler dort. Wenn es bei den Durlachern läuft, hauen die jemanden auf 5-0 weg. Wenn es nicht läuft, wie letzte Woche, verlieren die auch mal 6-0 gegen Reichenbach. Ich denke mal, wir sind gut gerüstet, werden die Woche auf den Gegner hinarbeiten und dann wollen wir natürlich auch die 3 Punkte in Durlach mitnehmen. Tino, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön, wünsche euch auch eine tolle Zeit. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.